Tag, Frau Buska. Guten Tag. Verzeihen Sie, dass wir Sie in Ihrer inneren Ruhe und Konzentration stören, aber wir müssen leider die Cookies einbauen. Cookies? Was für Cookies? Ja. Die Cookies, Frau Buske. Das ist mir jetzt gar nicht recht. Das ist niemand recht, aber sehen Sie, wir machen es im ganzen Haus und wir müssten extra 2,5 Monate später zu Ihnen kommen. Das würde bedeuten, teurer für Sie werden. Was wollen Sie einbauen? Frau Buske, wir möchten gern die Cookies einbauen. Die Cookies. Ja, davon habe ich gar nichts gewusst. Wir sind auch in 2 Minuten fertig. Das Ganze macht auch keinen Lärm und auch keinen Schmutz. Alles bitte, ja? Danke. Entschuldigen Sie, wo sind denn hier die Ströme? Ströme? Okay. Dann bekomme ich 99,50 von Ihnen, bitte. 99,50? Ist das teuer? Ja, nur, weil das ist reine Selbstbeteiligung. Den Rest zahlt die Hausverwaltung dazu. Sonst wäre es noch teurer. Der Rest ist für Sie. Dankeschön. Ja, was gibt's denn? Guten Tag, Herr Dr. Siebenlist. Ja, wir bauen hier die Cookies ein. Wir müssen Sie mal 2 Minuten stören. Okay, das? Sind Sie Handwerker? Nein, nein. Wir sind die Vorkolonne, die Nachkolonne, die ist noch nebenan. Und wir bauen die Löcher jetzt ein und dann passen die Cookies an. Sehr schade, denn hier funktioniert ja überhaupt nichts. Nicht? Abgesehen von der Tür. Die Einbauschränke schließen nicht. Ja. Die Heizung macht, was sie will. Nur ich mach das nicht mehr lange mit. Ja, ja, ich kenne das. Ich kenne das. Also ich höre das von überall. Ne? Ach, Sie sind Sternzeichen Widder. Ja, aber deswegen brauchen Sie sich nicht gleich anzubiedern. Ach, mach ich ja gar nicht. Ja. Darf ich mal kurz? Also, ja, geht's? Ja, Leute. Bitte. Ja. Wo ist die Dose hin? Ja, hier auf die Ecke. Ja. So, Herr Doktor, darf ich dann bitte gleich 99,50 kassieren, dann haben wir das erledigt. 99,50? Ja. Aber Sie geben mir eine Quittung. Ja, selbstverständlich. Gut. So, bitte. Stimmt. Bitte schön. Ah, danke schön. Wiederschauen. Wiedersehen. Ja, das war richtig so. Herr Doktor, entschuldigen Sie, darf ich Sie einen Moment noch mal stören? Ja. Ihr werter Nachbar ist nicht da, aber wir würden das gleich heute zu Ende bringen. Können Sie das vielleicht auslegen? Ja, den kenne ich doch überhaupt nicht. Ja, das macht er nicht. Aber ich meine, vielleicht sehen Sie ihn irgendwann mal wieder und dann... Ich kann Ihnen das auch gerne mitnehmen. Sie müssen das aber sehr ausführlich kriegen. Ja, mache ich, selbstverständlich. Das soll kein Problem sein. Nochmal dasselbe. Ja, 99,50 nochmal bitte. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Ah. So. So. Nochmal 99,50. Bitte schön. Bitte sehr. Dankeschön. Falls irgendwelche Probleme sein sollten, rufen Sie uns bitte an. Mhm. Ne? Was kann der Nachbar denn da machen? Ne? Ja, ja, weil Sie das Geld vielleicht bekommen sollten. Ne? Übrigens, Sternzeichen wieder mag ich gar nicht. Wiedersehen. Kann. Walter. Hallo. Was geht hier vor? Handwerker, wa? Ja. Ja und? Mittagsruhe. Wir bauen hier die Gucklöcher ein. Ach so. Wurde ja auch Zeit. Hey, Werther, was macht ihr? Hey, Alter, hast du Kohle bei? Ach, hier haben wir's ja. Sehr schön. Ein 3 Tage kriegt den Rest, klar, Alter? Ja, kriegst du. Du, Bernie, starke Geste, ne? Mach die Glocke, Alter. Ja.